So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinen Redstone-Episoden. In dieser Folge zeige ich euch mein Tresor-Kombinationssystem. Obwohl, es ist ja keine Kombination, aber das seht ihr ja jetzt. Hier haben wir einmal eine Kiste. In diese Kiste muss das richtige Item eingegeben werden. Da muss der Knopf gedrückt werden und dann wird die Tür aufgehen, damit wir in unseren Tresor kommen, wo wir wichtige Items versteckt halten. Alles Wichtige dafür habe ich hier in meiner Kiste. Ich nehme mal diese drei Items hier, um euch das Ganze zu demonstrieren. Zunächst versuchen wir, das System mit etwas Wertvollem zu überlisten. Dafür drücken wir dann den Knopf. Jetzt kommt es zur Auswertung. Es passiert nichts und hier ist der Goldblock wieder drin. Den können wir schon mal zur Seite packen. So, wenn wir jetzt allerdings das richtige Item eingeben, das ist in diesem Fall Schlüssel Nummer 1337. Die Nummer könnte dann zum Beispiel für die Haustür stehen oder so auf einem Server. So, dann drücken wir, dann steht Willkommen Player. Momentan steht Player da, weil ich offline spiele. Dann gehen wir rein, holen unsere Blöcke, die wir haben wollen. So, das wären dann 15 danach. Wenn wir drin sind, können wir einmal den Knopf drücken, damit uns niemand folgen kann. Und dann drücken wir den einfach wieder, um rauszugehen. Und hier haben wir dann wieder unseren Schlüssel, den wir gut aufbewahren sollten. Ja, jetzt könnte man denken, dass es einfach mit jeder Karte geht. Deshalb mache ich hier nochmal eine neue Karte. So, die lädt dann mal eben. So, wenn wir die hier jetzt reinpacken. Einmal auswerten lassen. Man sieht schon, die Tür geht nicht auf. Die ging ja eben recht schnell auf. Diesmal passiert das nichts. Nicht deshalb haben wir jetzt die Karte wiederbekommen. Und es wird auch nicht passieren, wenn wir die Karte umbenennen in Schlüssel Nummer 1337. Ich hoffe, so habe ich es da aufgeschrieben. Ja. Und zwar sieht man schon, man kann sie nicht stacken. Also jetzt weiß ich schon wieder nicht, welche die richtige ist. Ich glaube, das ist jetzt die richtige Karte. Gib mir die ein. Ja, das war die falsche. Also man sieht, selbst wenn sie denselben Namen hat und angeguckt wurde, kann man die Karte nicht verwenden. So, das hier ist die jetzt. Die packe ich mir oben rechts in mein Inventar, damit ich sie nicht mit anderen verwechsel. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Feature. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt wollt, dass euer Freund auch mit in den Tresor rein kann, weil ihr euch den teilt oder sonst was, dass ihr dann einfach den Schlüssel kopieren könnt. Dafür macht ihr euch eine neue leere Karte, nicht angucken, packt die Karte da rein zusammen mit dem richtigen Schlüssel und dann habt ihr gleich zwei von den Schlüsseln. Können wir auch nochmal ausprobieren, wir packen den einen da rein, lassen das auswerten und wir kommen rein. Ja, so viel war das von dem, was das hier kann. Ja, mal drücken, dann geht's wieder zu. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal zum Redstone rüber. Ja, hier sieht man dann das Redstone dahinter. Es hat die Maße 6x6x4. Wenn man dabei vom Output absieht, den ich hier mit grüner Wolle gebaut habe, ich sehe extra von dem Output ab, weil sich dieser natürlich verschieden bauen lässt. Ich habe ihn hier jetzt mit einer Variante aufgebaut, die gleich ein T-Flipflop beinhaltet, um damit mit dem Signal weiter arbeiten zu können. Ja, zu guter Letzt zeige ich euch dann noch den Baupart dazu und wir fangen auch gleich mit der hellblauen Schaltung an. Zunächst aber müssen wir ein paar Blöcke platzieren. So ein Trichter, der dort Nein zeigt. Dann kommt da ein Trichter hin. Hier ein Trichter, der nach unten zeigt. Ups, verbaut. Und einer, der wieder da rein zeigt. Hier wird es gleich noch weiter rüber gehen, aber dazu kommen wir dann gleich. Hier bauen wir jetzt Blöcke so rum. Den können wir wieder entfernen. Da kommt Redstone hin. Redstone, Redstone. Und ein Comparator. Und hier drunter kommt eine Redstone-Fackel. Ja, kommen wir jetzt zur weißen Schaltung. Dafür bauen wir hier erstmal drei Repeater sag ich schon, drei Trichter hin.
Und dann müssen wir hier mit Blöcken einmal rüberbauen, um dann hier mit drei Spendern, die nach oben zeigen. Habe ich jetzt normale Spender oder sind das? Nein, wir müssen natürlich Dropper nehmen. Ansonsten geht das nämlich nicht. Ach, ich verbrauche mich hier andauernd. Flieg hoch. Lalalala, lalala, lalala. So. Der kommt da weg. Und der kommt auch nochmal weg, weil die dann hier reingehen. Und jetzt zur weißen Schaltung. Dafür greifen wir von dem untersten Hopper darauf zu. Dann geht es hier ein nach unten mit Redstone. Hier den Block nicht vergessen. Dann in einen Repeater. Ein Block nach Fackel. Auf die Fackel kommt ein Block und kommt hier wieder ein Repeater hin. Hier packen wir einen Block hin. Fackel mit einem Block drauf und oben drauf nochmal Redstone. Wenn hier jetzt ein Item drin ist, wird es nach oben transportiert. Findet sich jetzt hier drin. So, jetzt zur roten Schaltung. Dafür packen wir hier erstmal nach dahin den Knopf. Und dann kommt hier ein Repeater hin. Das muss ein Repeater sein, weil wenn es Redstone wäre, würde es diesen Hopper aufhalten. So soll das aber nicht sein. Dann kommt hier ein Piston hin mit einem Redstone-Block. Hier wieder ein Repeater. Dieselbe Geschichte wie oben. Und dann da nochmal ein Block. Das ist dafür da, dass wenn wir hier ein Item reinpacken, das in dieser Kiste bleibt und nicht von diesem Hopper gleich nach unten gesaugt wird, weil der wurde durch diesen Repeater gepowert. Und erst wenn wir dann den Knopf drücken, geht das Signal aus und der geht ein weiter nach unten. So, jetzt müssen wir nur noch die Hopper mit den Karten füllen. Dafür gucken wir uns eine Karte an. Am besten, wenn wir noch nicht fertig sind mit Bauen. So. Das war jetzt schon alles, was hier drauf ist, weil ich ja in einer freien Welt bin. Jetzt steht es uns frei zur Verfügung, diese Karte auch noch umzubenennen. Ich mache das hier mal eben. Schreiben wir jetzt einfach Schlüssel hin. Dann nehmen wir uns die. Und dann müssen wir sie duplizieren. Zack, zack. Wir können also weitermachen. Das auch immer so machen. Dann wird uns da links das nicht ausgehen. Aber das sollte schon. Nee, das sollte nicht. So, das reicht jetzt auf jeden Fall. Und zwar nehmen wir dann die Karten, die wir haben, ziehen die so auf. Dann haben wir hier 22 davon. Die kommen hier rein. Ziehen wir wieder so auf. Da kommen dann 18 hin. Und hier unten muss auch noch eine hin, in den Trichter darunter. Wenn wir jetzt hier die Karte eingeben, müsst ihr unten links mal achten. Darauf achten, wenn ich jetzt den Knopf drücke, wird hier das einmal angehen. Und damit können wir jetzt unseren Output bauen, den ich jetzt auch noch eben zeigen werde. Ja, für den Output verwende ich meistens die grüne Wolle. Und zwar bauen wir das so auf. Kommt da ein Piston hin mit einem Redstone-Block. Und wenn wir jetzt einmal, brauchen wir mal einen Schlüssel. So. Ah, da ist ja noch einer drin. Wenn wir den jetzt wieder abschicken, wird der Block rübergeschoben und bleibt drüben. Und da können wir jetzt unser Redstone wieder dran anschließen und damit beispielsweise die Tür öffnen. Wenn wir noch einmal drücken, wird er wieder zurückgezogen. Ja, so viel war das davon. Viel Spaß mit. Ciao, Leute.